wo wir sie positionieren. Ja, guten Abend. Wir sind ein Bürgerbündnis. Das Bürgerbündnis hat sich im Herbst 2018 gegründet, nachdem wir festgestellt haben, dass die Städter Jungs eben ihre wöchentlichen Spaziergänge durch Städte machen und wir das Auftreten nur schwer erträglich finden. Wir haben uns gegründet, weil es Leute bei uns gibt, die auch persönliche Erfahrungen mit den Städter Jungs gemacht haben in der direkten Konfrontation. Und wir haben uns gegründet, weil wir nicht möchten, dass rassistische Vorbehalte in unserem Stadtteil Raum greifen und weiter um sich greifen. Wir haben uns gegründet, um dagegen Aktionen zu machen, um Kontrapunkte zu setzen, um eine bunte Vielfalt in Städte zu etablieren. Dafür gehen wir auf die Straße, dafür haben wir Kulturveranstaltungen gemacht, dafür haben wir Lesungen veranstaltet. Und das werden wir auch weiter tun. Auch von meiner Seite, guten Abend. Ich habe so ein bisschen etwas zu Papier gebracht, weil ich glaube, dass das dann etwas deutlicher wird, was ich gerne zunächst zum Ausdruck bringen möchte. Ich bin hier als Vorsitzender des Initiativkreises Die Stele. Bekannterweise ist das der Zusammenschluss der Kaufleute und die Stele interessierter Bürger, sind also vorwiegend tatsächlich mit der Imagebildung Steles beschäftigt und da gibt es dann auch sofort den Ansetzungspunkt, was zum Image Steles und seiner Entwicklung passiert. Da werde ich aber erst gleich etwas zu sagen. Ich möchte das zunächst ein bisschen verallgemeinern und auch einen kleinen Rückblick machen, weil ich glaube, dass dieses Erscheinungsbild ja kein typisches Bild in Stele ist, sondern es ist ja auch ein viel größeres, fast bundesweites Problem, was da entsteht. Ja, zwei Ausführungsbereiche. Der erste ist, da geht es, dass Sicherheit bei uns ohne staatlichen Eingriff nicht möglich ist. Da würde ich gerne einen kurzen Blick zurückmachen. Zurückmachen deshalb, weil es gar nicht so lange her ist, da war Stele in puncto Sicherheit so aufgestellt, es gab drei Bezirksbeamte, die täglich vor Ort hier ihren Dienst versehen haben und diese Geschichte wurde dann bekannterweise eingestellt. Es gab ja dann sogar die Überlegung, die Wache zu schließen. Es hat sich verändert. Aber genau mit dieser Einstellung der Bezirksbeamten ist dann Stele leider wieder zu einem Ort geworden, der allgemein sehr unsicher wurde. Das heißt, es häuften sich Geschäftseinbrüche, es häuften sich Einbrüche in Wohnungen, Passanten wurden belästigt. Und wir wissen alle, unter welchen Folgen, das passiert, wenn die Polizei sich der Sache annimmt, am Ende sind es fast immer die Gerichte, die sehr tolerant sich sollen mit den Themen. Ich finde, wir brauchen tatsächlich Sicherheit vor Ort. Es sind ja Dinge in der Entwicklung. Ich bin sehr glücklich darüber, dass sich stattdessen auch einen eigenen Ordnungsdienst inzwischen aufbaut, der dann quasi den Bezirksbeamten ersetzen kann. Das ist der eine Teil. Ich will in dem Zusammenhang auch nicht verhehlen, dass diese Anhäufung in der Kaufmannschaft vor 3-4 Jahren dazu geführt hat, dass es Mitglieder gab, die einen eigenen Sicherheitsdienst aufbauen wollten. Da gibt es genügend Beispiele, jedes Einkaufszentrum wird bewacht, unsere Veranstaltungen müssen bewacht werden und so Einkaufsplätze wie das Mittelzentrum Stele müsste eigentlich auch mit viel Sicherheit versehen werden. Also ich hoffe, dass tatsächlich, dass da Änderungen kommen. Wir haben es natürlich abgelehnt, einen eigenen Wachdienst aufzustellen. Das wird dann schon etwas komplizierter. Ich finde, dass das Wichtigste jetzt in Stele wäre, dass wir hier ein friedliches Zusammenleben wiederfinden können. Und dazu gehört vor allen Dingen eins, nämlich Eskalationen zu verhindern. Und diese Eskalationen könnten vor allem dann stattfinden, wenn gleichzeitig gegensätzliche Demonstrationen stattfinden. Wir haben das ja oft erlebt, das Ganze zwingt praktisch die Sicherheitsorgane unseres Staates dazu, hier mit Hundertschaften aufzutreten. Wir haben an manchen Demonstrationstagen 20 Polizeifahrzeuge, 100, 120 Beamte. Und das ist eigentlich auch der Punkt, der wahrscheinlich in der Außenwirkung viel mehr Ängste beim Bürger erzeugt. Eine einzelne Demonstration, da kann jeder entscheiden, stelle ich mich dahin, höre ich zu oder
wie verhalte ich mich? Aber in dem Augenblick, wo diese riesen Polizeiaufgebote erscheinen, geht jeder normale Bürger sofort mit sich um und geht weg. Und das trifft natürlich den Einzelhandel in besonderer Weise. Wir haben Zuschriften, wir werden immer wieder angesprochen, unternehmen doch endlich was. Aber auch wir können da nichts unternehmen. Und sind, wenn man so will, die Hände gebunden. Es gibt tatsächlich Unternehmen, die mit hoher Tagesfrequenz ihre Geschäfte verrichten müssen, die uns mitteilen. Die verlieren täglich 50 einkaufende Besucher. Und man sieht es auch im Augenblick. Gut, es ist eh Januar, Februar ist die Winterzeit. Aber man muss einfach sagen, der Donnerstag hat sich so eingeprägt beim Bürger, da brauchst du gar nicht nach Stehle gehen. Da sind Demonstrationen, da ist Krawall. Weil, das muss man dann leider feststellen, die Medien auch eine Rolle einnehmen. Die stürzen sich auf diese Geschehnisse, die völlig überzogen dann in der Presse dargestellt werden. Und wir haben inzwischen wirklich ein Image bekommen, wenn ich draußen bin und erzähle, ich komme aus Scheele, dann wird sofort, ach, um Gottes Willen, das ist wahrscheinlich noch ein Geschäft da, aber das sind ja verheerende Zustände, die da herrschen. So schlimm ist es sicherlich nicht, aber man sollte wirklich überlegen, in welcher Art und Weise man gegen diese Spaziergänge vorgeht. Ich habe mich mit meinem Vorstand abgestimmt. Ich muss sagen, wir finden die Friedensgebete, die entstanden sind, ich glaube dreimal haben sie inzwischen stattgefunden, ein viel geeignetes Mittel als das, was sonst oftmals passiert, weil das nicht von der politischen Ideologie getragen wird. Viele haben das Gefühl, dass hier politische Ideologien wettstreiten und sich gegenseitig übertreffen wollen. Wer hat die meisten Demonstranten, wer kann sich besser durchsetzen? Und ich kann nur daran appellieren, das Friedensgebet weiter fortzusetzen, vielleicht ein bisschen vorbereiteter, das war ja am letzten Samstag sehr kurzfristig. Trotzdem war es eine hervorragende Teilnahme.